Wir sind wieder in Berlin oder eigentlich noch in Berlin, muss man sagen. Letztes Mal haben wir uns den Sattel angeschaut und Raphael hat uns quasi alles über die richtige Sattelwahl verraten. Heute schauen wir uns mal das Cockpit an. Das Cockpit beim Zeitfahrrad. Wir haben das hier schon mal ein bisschen quasi derapiert sozusagen und haben hier natürlich eine relativ spezielle Version eines Cockpits und ist quasi ja nach Pedal und Sattel der dritte Kontaktpunkt, also entweder Lenker oder eben das Cockpit, wo wir mit den Ellbogen drauflegen, also die Pads. Raphael, wenn du jetzt an so ein Cockpit denkst, an Extensions, Pads, Höhe. Da kraut es mir erstmal. Ja, aber warum? Vor dem vielen Geschraube in den sämtlichen Fittings. Nee, ist ein sehr spezielles Thema, aber auch ein ultra wichtiges Thema, was, glaube ich, auch sehr oft unterschätzt wird oder so ein bisschen in die Schublade gesteckt wird von, da kann ich so die Aero-Gains mir einfach erkaufen. Ja? Aber der Kontaktpunkt, steckt ja schon im Wort drin, dieses Cockpits oder eigentlich der Pads explizit, hat eigentlich nachher eine Relevanz für die gesamte Positionsgestaltung. Ja? Also sie beeinflusst, wie ich mich auf dem Rad verhalte, wie ich stabil ich sitze, entsprechend wie ich Muskulatur ansteuern kann und hat deshalb sogar bis hin zur Tretbewegung eigentlich eine entscheidende Rolle, ne? Und kann das tangieren. Ja, und wenn ich jetzt mal zurückschaue, früher, da hatten wir relativ gerade Extensions, also ne, Extensions für hoffentlich alle klar, quasi hier die Rohre. Das Gestänge. Die waren meistens gerade oder leicht geschwungen, so S-Bands mäßig. Mhm. Und ja, die Pads konnte man kaum verstellen und irgendwie hat man gedacht, ne, wie du gesagt hast, Hauptsache runter. Später kam da dazu auch noch möglichst eng. Dann hat man sich vielleicht selber noch was zurechtgebohrt. Mittlerweile geht das ja relativ gut. Jetzt haben wir hier von der Firma Sync, nicht gesponsert, will ich direkt sagen hier an der Stelle, neuere Armschalen, weil da hat sich auch noch unfassbar viel gemacht, wo man einfach mehr Halt drin hat. Weil, wie du sagst, es ist nicht nur irgendwie unser Cockpit, unsere Frontalfläche, die man damit beeinflussen kann, sondern es ist ein Kontaktpunkt. Und was sich häufig Leute fragen, und auch wenn sie bei uns im Bikefitting sind, ist schräg, angeschrägt, nicht angeschrägt. Wie ist da so eine, klar, wir können es nicht komplett verallgemeinern, aber was ist so dein Grundtenor dabei? Ja, man kann es eigentlich fast verallgemeinern, was aber dann wiederum nicht nur am Ende eine Lösung hat. Ne? Also was man, glaube ich, verallgemeinern kann, ist, dass ich ja im Prinzip hier auf diesem Sattel sitze und mit meinem Oberkörper, wenn alles richtig läuft, nach vorne falle und über diese Ellbogen hier irgendwie eintreffe. Und ich habe ja quasi wie einen Eintreffwinkel. Ja? Ja. Also wenn das jetzt mein mein Ellbogen ist, dann kommt der halt hier irgendwie in dieses Pad. Und in Abhängigkeit, wo dieses Pad sitzt, trifft mein Ellbogen manchmal so auf. Manchmal ist das Pad sehr weit weg, dann trifft mein Ellbogen so auf. Manchmal ist es sehr weit unter mir, dann trifft der Ellbogen von genau frontal auf. Und was man, glaube ich, pauschal eigentlich sagen sollte, das ist eigentlich relativ logisch, ist, dass dieser Auftreffwinkel immer möglichst senkrecht zueinander sein sollte. Ja? Das heißt, also wenn das Pad irgendwo da vorne sitzt und ich komme von hier, macht ein flaches Pad weniger Sinn, weil ich habe natürlich einen gewissen Drift, ja? und eine Kraft, die mich nach vorne treibt. Das heißt, es wäre in dem Fall sinniger, das Pad senkrecht zu treiben. Weil ich mich sonst wieder schon wieder fast direkt zurück... Genau, und ich rutsche halt einfach. Ja? Das Pad hat weniger Stabilität. Ja. Genau. Wenn ich jetzt aber quasi von hier aufs Pad komme, ja, also von oben, sehr kurze Positionen, die sehr überhöht sind, ne, wo ich immer eine sehr, sehr, sehr große Krümmung in der Wirbelsäule eingehe und ich komme von oben, dann macht das angestellte Pad wiederum nicht so viel Sinn, weil jetzt würde ich ja wiederum nach hinten rutschen. Ich will also quasi immer ungefähr senkrecht zur eintreffenden Kraft mein Pad positionieren. Das ist eine coole Regel für euch, könnt ihr euch mal anschauen, wie das aktuell ist. Deswegen, also vielleicht noch dazu gesagt, man sieht ja diesen Trend des angestellten Cockpits, der bis in die Extreme, da gibt es die Leute, die fahren irgendwie mit 50 Grad Dinger darum. Ja. Muss ich auch schon mit Benja auf der Bahn testen damals. Das ist nicht immer sinnig. Ja. Und sowohl aus biomechanischer, sprich aus dieser stabilisierenden Sicht, aber auch nicht immer aerodynamisch. Ja. Also wenn ich meine Arme, die Idee ist ja quasi durch dieses nach oben bringen, habe ich den zusätzlichen Benefit, dass ich dieses Fenster vor mir schließe, also quasi zwischen Kopf und Händen den Abstand verringere, Frontalfläche reduziere. Aber das kann ich auch irgendwo übertreiben. Wenn ich meinen Arm wieder so in den Wind stelle, habe ich natürlich auch wieder Fläche, wo Wind gegenströmt. Ja. Und es ist ja nicht nur Frontalfläche, sondern es ist eben auch Strömungseigenschaft, Strömungsverhalten, was hier ganz wichtig ist. Und ich finde das gut, dass du das sagst, weil ich beobachte das oder wir beobachten das bei uns auch, dass natürlich jetzt alle irgendwie angeschrägt fahren wollen, weil das jetzt wieder so ein Trend ist.
Und deswegen finde ich deine Regel, die du eben mal so mitgebracht hast, eigentlich ganz gut. Und man kann auch eben nicht sagen, das eine ist aerodynamischer, also nicht nur vom Komfort, nee, von der Stabilität, sondern am Ende des Tages, auch dort müsste man es im Windkanal oder auf der Radbahn testen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und was halt ideal ist, und das ist, glaube ich, wo eigentlich auch das, zum Beispiel dieses Sync-System herkommt, ist, dass man genau diese zwei Aspekte nicht isoliert voneinander betrachten sollte, sondern die haben eigentlich sehr, sehr viel miteinander zu tun. Beispiel hatten wir auch heute Morgen in dem Fitting. Wenn ich quasi auf einem Pad instabil abgefangen werde, das heißt, das kann auch die Form des Pads sein, ne? Das kann das, wenn das Pad, kennt man ja auch, die alten Pads waren eigentlich immer nur so quasi wenig geformte Plattformen. Ja? Da gab es keine Führung, keine Tiefe irgendwie drin, die waren auch sehr, sehr schmal. Und wenn ich instabil auf meinem Pad bin, das heißt, hier einfach grundsätzlich bei jeder Bodenwelle so ein bisschen gefühlt vom Pad rutschen könnte, dann muss ich natürlich wiederum mehr Haltearbeit betreiben. Das heißt, ich muss Muskulatur im Oberkörper ansteuern, aufwenden, um mich in meiner Position zu fixieren. Und das Problem ist dabei, dass eine Entspannung des Torsos, ja, also quasi nicht das hier machen müssen, sondern hier loslassen können und in die Position reintauchen können, ist eigentlich auch, wo die meisten Aero-Gains oder die größten Aero-Gains meiner Meinung nach liegen. Das heißt, Komfort zieht häufig auch aerodynamische Benefits nach sich. Und deswegen ist eigentlich immer an erster Stelle, dass ich in einer Position recht einfach und recht gut mich aufhalten kann. Und dann gelingt es mir auch, mich aerodynamischer zu gestalten. Ich finde, du hast das ganz am Anfang sehr gut beschrieben und wir haben das heute Morgen auch feststellen können. Das war für mich auch nochmal, also ich bin ja kaum im Bikefitting unterwegs, oder war früher mehr. Und es war für mich heute Morgen nochmal so ein Moment, wo ich gedacht habe, boah, das war jetzt echt ein toller Schritt. Denn da, vielleicht haben wir das ja auch sogar auf Bild, muss der Chris mal gucken, suchen, war nämlich der Moment, wo sich dann die Probandin sozusagen einfach hat fallen lassen. Ja. Aber automatisch. Und wenn die Position stimmt, dann ist dieser Prozess, dieses ich atme aus, du sagst es ja auch, ne, atme mal tief ein und atme mal aus. Und dann entspannt man sich, war unfassbar, dein Kopf ging runter, ja, und so weiter. Aber das ist ja das Nächste, wenn wir uns nicht sicher fühlen, ne, und dann vielleicht auch einen Ticken zu tief sitzen, dann kommen wir wieder hoch, das ist ja auch bekannt. Das ist genau, das ist eigentlich so, also die meisten Leute glauben nämlich an diese eigentlich eher passive Bewegung des Runterkommens, dass das mehr eine aktive Bewegung ist. Das heißt, sie müssen sich dorthin, genau, zwingen, ja, und erkaufen sich das auch. Also machen meistens, ne, immer die, nach der Idee, Pads tiefer, weil ich kann dann noch tiefer runtergehen. Erkaufen sie aber meistens eher das Gegenteil. Weil irgendwann, eine Zeit lang kann ich das machen, aber wenn ich irgendwie unsicher werde mit der Position, dann wird mein Körper irgendwann dann gearbeiten und ich habe immer mehr eine Aufrichtung, eine Aktivierung. Dann wird es auch noch anstrengend und weniger aerodynamisch. Ja? Wir haben ja über den Kontaktpunkt Sattel gesprochen, wo wir ja auch davon sprechen, wir wollen hier reinkippen. Ja. Ja? Wenn ich das nicht mache und hier vorne tief gehe, dann brauche ich ja quasi eine Wölbung, eine Kompensation zum Beispiel in der Brustwirbelsäule, wo dann, ja, wieder Probleme entstehen und so weiter. Also deshalb geht man ja meistens auch vor Pedaleinstellung, Satteleinstellung und dann Cockpit, vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt an der Stelle zu sagen, ja, weil das kommt als Letztes, weil das davon abhängt, wie der Rest schon funktioniert hat, ne? Weil wenn man diese Bewegung auf dem Sattel nicht einnehmen kann, dann kann, ja, man das hier vorne auch nicht einfach niedriger stellen. Und halt wichtig vielleicht an der Stelle, wir sprechen hier von Fallen, aber gleichzeitig eine Realisierung von Stabilität. Genau, es geht eigentlich in höchstem Maße vorrangig um diesen Stabilitätsaspekt. Ich beschreibe das immer so, ich will eigentlich eine Cockpit-Situation oder eine Gesamtsituation zwischen diesen beiden Kontaktpunkten haben, dass ich theoretisch natürlich einschlafen könnte und ich würde trotzdem in der Position bleiben. Ja, und die meisten Menschen merken das halt, da ist sehr, sehr viel in Gange und sie muss sehr viel Aufwand betrieben werden, gezwungen, um dort zu bleiben. Genau. Ja, wie du gesagt hast. Es schieben die Kräfte von hinten, dann wird sich repositioniert. Ich bin vorne massiv am Abstützen, weil ich eigentlich den Satteldruck überhaupt nicht ertragen kann und. Ja. Also ich muss immer erstmal zu einem Zustand kommen, in dem ich mich wirklich wohlfühle. Und von da an kommt sehr viel Aerodynamik von alleine, beziehungsweise ich habe natürlich den Handlungsspielraum, um dann dort einzutauchen und mit meinem Körper zu arbeiten. Ja. Während vorher alles nur von Kompensation und Zwanghandhaltung. Arbeitest hier oben und vor allem hier vorne und da wo unten, wo du eigentlich arbeiten sollst, verlierst du dann eben auch Sauerstoff. Oder verbrauchst mehr Sauerstoff. Bewegungsökonomie geht runter, also verbrauchst, ne, mehr. Das sieht man dann auch, ihr kennt das vielleicht. Ich finde diesen Aspekt gar nicht verkehrt. Specialized macht ja meistens bei den Profis mittlerweile ein Bike-Fitting mit vorher und nachher spirometrischer Messung wegen Sauerstoffaufnahme. Also verbrauche ich mehr Sauerstoff, ja, weil ich eben jetzt mehr halten muss. Und das ist dann ja genau eine Kalkulation am Ende. So bin ich auch zum Bikefitting gekommen. Ich habe gar nicht so biomechanisch großes Interesse gehabt, sondern ich war halt sehr in der
Physiologie unterwegs und habe halt überlegt oder wollte mir anschauen, kann ich über Positionsveränderung meine Ökonomie, also die Effizienz der Bewegung, so weit drunter trimmen, dass ich das quasi eigentlich außergewöhnlich finde. Und das ist mir tatsächlich gelungen, ja, war dann teilweise, wäre nicht jetzt fahrbar gewesen, aber ich sah auf jeden Fall sofort, das hat tatsächlich messbaren Auswirkungen. Genau. Ja. Ist übrigens auch das, was die Norweger-Jungs, die machen das auch so mit dem Olaf Alexander Bu, ne, dem Wissenschaftler, den sie da immer dabei haben, der macht das mit denen auch. Also die machen Bikefitting und dann Ökonomiemessung. Ist natürlich etwas, was sehr aufwendig ist. Also das ist jetzt häufig, also ich kenne es nicht, dass es irgendwo Teil eines Bikefittings ist. Ja, also da muss man irgendwann sagen, kommt man auch irgendwann in so einen höheren dreistelligen oder unteren vierstelligen Betrag. Und was natürlich an der Stelle noch zu sagen ist, alles, was man hier im Labor misst, muss auch draußen fahrbar sein. Genau. Aber umso entspannter, das würde ich auch verallgemeinern, aber das sehen wir auch, umso entspannter man hier ist, desto entspannter. Genau, und ich glaube, es geht halt um eine generelle Herangehensweise und ein Bikefitter oder entweder als Heimanwender oder wenn ich zu einem Bikefitter gehe, die sollten sich dem Prozess des Bikefittings zumindest über dieses Verständnis und diese Idee nähern, dass im Prinzip ich nicht die Position verändern kann, bis mein Körper da irgendwie in einer halbwegs zurechtgebogen ist, in einer halbwegs aerodynamischen Position. Ich muss quasi erstmal den Körper verstehen und seine Bewegungsmuster erkennen und dann eigentlich die Position nur benutzen, um da möglichst Fehler zu befreien und möglichst fehlerfrei diese Bewegung ablaufen zu lassen. Ja, oder eben das körperliche Potenzial zu nutzen. Man kann es ja positiv ausdrücken, genau. Oder? Nicht mal von Fehlern oder Schwächen. Im Fitting hat man mehr mit viel mit Einschränkungen zu tun, weniger mit Potenzial. Mit High Potentials. Genau. Ja, sehr gut. Ich habe auch eine Frage, die können wir auch, wollte ich eigentlich ins Q&A morgen packen, was wir da morgen drehen. Und zwar, aber die Frage kommt so häufig, hatten wir auch schon so häufig bei diesen Themen. Jetzt bin ich gespannt. Ja? Jetzt kommt's. Es ist eine Detailfrage, aber die kommt trotzdem am häufigsten. Wenn ich jetzt hier zu dir komme und mich vor allem hier auf Sattelhöhe und so weiter messen lasse von dir. Und ich bin Triathlet, habe also einen Wettkampfeinteiler mit einem dünnen Pad. Mhm. Soll ich dann hier mit dem Einteiler kommen oder mit meiner dicken Trainingshose, mit dem dicken Pad? Tatsächlich würde ich sagen, also ich beantworte die Frage immer pauschal mit der Antwort, ich möchte das Rad oder den Termin gern so durchführen oder dich in der Position analysieren, wie du das nachher auch benutzen möchtest. Ja. Sprich, wenn wir die Position oder dein Rad für einen Langdistanzwettkampf zum Beispiel optimieren, dann müssen wir natürlich auch Sachen untersuchen und so überprüfen, wie wir es entsprechend vorfinden. Ja. Bringt mir ja nichts, wenn ich quasi eine dicke Radhose beim Fitting habe, ist alles gut und dann im Wettkampf ist es doch nicht gut. Ja, ja, genau. Eigentlich sollte das nicht der Fall sein. Also ich wüsste jetzt nicht von dem Fall, dass das so einen extremen Unterschied macht. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Okay, aber trotzdem ist es nicht verkehrt, quasi das gleiche Thema mit den Schuhen. Ja? Wenn ich einen Trainingsschuh habe und einen Wettkampfschuh und ich kriege in meinem Wettkampf plötzlich einen Knieschmerz, weil da das Knie nicht eingestellt ist, dann sage ich im Bikefitting-Print entweder beide mit oder wir testen es halt so, wie du es benutzen möchtest. Oder zwei Wochen vom Wettkampf noch neue Radschuhe kaufen. Nummern, genau. Viele Grüße an einen Athleten von mir. Er weiß Bescheid, wenn er das Video schaut. Ja, auch keine Seltenheit. Ja, ja, leider. Ne, die einfachen Dinge. Aber ich würde auch sagen, das ist dann nicht der größte Unterschied. Aber es gibt ja auch, es gibt dieses Bikefitting-Buch, ich habe vergessen, wie es heißt. Da wird immer zwischen Makroabsorbern und Microadjustern gesprochen. Ja. Und ich glaube, der Microadjuster, ihr seid vielleicht ein paar da draußen, die dann immer die Frage stellen, denen wird die Hose auffallen und dem Makroabsorber. Und das ist ja auch fein. Deswegen würde ich, wie gesagt, die Frage fast immer so ein bisschen zurückgeben und sagen, wenn du das optimiert hättest mit einem dünnen Polster, dann kommt das. Aber ich stimme dir auch zu, für mich spielt es eine eher untergeordnete Rolle. Es wird jetzt keine Entscheidung geben, wo ich sagen würde, oh, jetzt gut, dass wir das Polster haben, sonst wäre ich jetzt ganz in die falsche Richtung gegangen. Ich hätte einen ganz anderen Sattel gegeben. Genau, ja, genau, das ist natürlich nicht so. Gut, jetzt sind wir wieder auf den Sattel zurück. Ich denke, das Cockpit haben wir aber gut beschrieben. Wir haben dazu auch schon mal aus aerodynamischer Sicht das ein oder andere Video zu gemacht. Deswegen will ich da jetzt gar nicht zu viel drauf eingehen. Nehmt es einfach also mit. Stabilität vielleicht vor Aerodynamik, weil darüber haben wir eben in der Mittagspause sozusagen gesprochen, dass meistens immer nur aus einer Sicht drauf geschaut wird. Also da wird im Windkanal gegangen, ne? Und Lenker runter und der Rest ist dann irgendwie egal. Ja. Weil damit sparen wir ja irgendwie CDA ein oder der sinkt. Dementsprechend das immer aus einem Kontext sehen, auch fand ich auch nochmal gut, wie du sagst, wenn das Ziel eine Langdistanz ist, es kann ja genauso gut sein, dass wir hier einen Einzelzeitfahren auch mal haben. Ja. Sicherlich nochmal ganz andere Anforderungen, ja, und ein bisschen aggressiver vielleicht.
Genau. In dem Sinne, bastelt mal ein bisschen rum. Du hast schon gesagt, viel Schrauberei, deswegen schlägst schon mal die Hände vor dem Kopf zusammen. Ja. Und wenn ihr dazu noch Fragen habt, haut es wie immer in die Kommentare. Wenn euch das gefallen hat, was der Raphael euch hier heute erzählt hat, gebt gerne einen Daumen hoch und wie immer den Kanal abonnieren. Ciao, bis zum nächsten Mal.